Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Hallo. Hier, die etwas zurückgebliebenen Bauern sind wieder am Start. What? Und stehen sich hier gegenseitig die ganze Zeit im Weg. Jay fährt schon einfach weg. Oh, warte mal, Bram, ich muss mal eben drehen. Oh, so ist richtig nice, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Was bringt denn das Grubbern? Beim Flügen machst du ja diese Rillen da rein. Ja, du musst ja, nachdem er das gemacht hat, hatte ich letztes Mal das ja schon gesehen, aber das war falsch, glaube ich. Ja, wir hätten vorher kalken müssen letztes Mal, das war doch doof. Ja. Ja, aber die Frage ist jetzt... Da stand dafür, müsst ihr erst flügen. Ist das jetzt... Warte mal, ich steig mal aus und guck mir das hier an. Gedüngt 0%. Okay, das ist so oder so... Ich weiß nicht, was dieses Grubbern bringen soll, ehrlich gesagt. Das sieht jetzt an manchen Stellen plattgetreten aus und an manchen Stellen sind halt... Ja, manche Rillen. Flügen halt und manche können halt nicht gleichzeitig das machen. Ja, aber was bringt denn das, die Rillen zu entfernen? Ich dachte, da muss die Saat rein. Nee, stimmt nicht. In meiner Vorstellung war das jetzt zumindest so, aber vielleicht ist das natürlich falsch, das ist auch möglich. Weil sie gleich noch fertig fast. Nur ein paar Löchlein. Also. Guck mal, jetzt bin ich ein kleiner Wendigerer. Jetzt kann ich hier auch die kleinen Unebenheiten, die ihr verkackt habt, wegmachen. Oh, da kommt mir aber den Gegenfeld. Ja, das ist gut, Jay, das ist gut. Erstmal ausweichen. Ausweichen! Ja. Nee, du nicht, Bram! Ja, reicht, wenn einer ausweicht. Okay. Okay, da. Bram macht noch die Ecke hier. Alter, das war irgendwie nicht so optimal. Das ist jetzt mehr Arbeit als vorher. Gestern, Jay muss jetzt einfach nochmal das komplette Feld abfahren, weil die irgendwie. Ja, ich bin beim Kleinen hier oder was? Die Schweine. Ich mach mal da hinten die Ecke, die wir nicht sauber gearbeitet haben. Oh, da kommt Bram wieder, ich weich aus. Ja. Ich einfach durch. Ja, du ziehst einfach durch, das ist gut. Hey, du ziehst überhaupt nicht einfach durch, du bist auch ausgewichen. So war das nicht gedacht. Ich bin den voll schwer zu lenken. Ich mache einfach einmal quer durch. Ja, was ist das denn jetzt? Ja, das ist halt schwierig, mit manchen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, mit dir. Ja. Richtig. Das war ein Set noch vorbei. Ja, mega gut, Bram! Guck mal, was für ein nice Team wir sind! Alter. Ja, jetzt sind auch gleich fast alle Lücken beseitigt. Ja, das reicht. Also im realen Leben ist das auch so. Nein, bist du verrückt, Alter? Jeder Landwirt braucht jeden Millimeter. Ja, wir nicht, wir haben Investoren. Ja, stimmt. Wir sind das Hoffenheim der Bauern. Ja. Ich mache ja auch nochmal ein bisschen Reste weg. Was muss denn danach passieren? Weil hier steht jetzt nichts mehr mit Koks. Ja, jetzt können wir sehen. Scheiß. Jetzt kann man schon säen. Ja, aber ist November, überhaupt die Zeit, ne? Zum Säen? Ja, wir haben November, ne? Ja, ja, kannst du immer sehen. Irgendwann, okay, ich guck. Oh, Scheiße, jetzt haben wir schon wieder teleportiert. Oh Mann! Säe mal nach, was wir säen können. Ja. Da steht gedüngt 0. Müssen wir nicht düngen? Ja, das ergibt auch sehr viel Sinn. Aber dafür müssen wir wissen, was wir überhaupt säen wollen, oder? Ja, das macht schon Sinn. Okay, oh, hier sind überall noch so Flecken, wenn man sich das auf der Map anguckt. Das geht ja gar nicht. Okay, das sieht schon schrecklich aus, ne? Ja, sieht halt wirklich scheiße aus. Kalender. Wir haben November. Gesät wird jetzt... Pappeln. Das ist das Einzige, was jetzt noch gesät wird. Ja, Bäume. Pappeln. Also Zierbäume quasi. Ich will keine Zierbäume. Das nächste, was ist im Februar, wird Baumwolle gesät. Da sehe ich mich. Kann ich jetzt schon Baumwolle sehen? Mal einfach früher dran. Muss nur die Augen aufmachen. Ich meine, die Zeit geht doch voll schnell rum. Ja, jetzt habe ich die Zeit halt hochgestellt. Gerade in der Sekunde, wo du das gesagt hast. Damit wir... Februar schneller bekommen, aber ich glaube, das dauert immer noch zu lange. Ich glaube, das dauert trotzdem noch zwei ganze Tage. Mal kurz. So, liebe Zuschauer, wir haben ein bisschen gewartet, ja, als Bauer kann man halt nichts machen im Winter, außer jetzt im Februar, ne, es ist Februar geworden, wir hatten ein schönes Winter, war frohes neues Jahr und so. Und jetzt können wir uns darum kümmern, hier vielleicht mal Baumwolle anzubauen. Mhm. Ich weiß aber noch nicht, wie das geht. Also.
Hier steht, wenn ich jetzt drüber gehe, gehört dir gedüngt 0%. Also müssen wir auf jeden Fall gucken, was wir jetzt kaufen können. Ich guck mal, es gibt so ein Baumwollpaket, ne? Da ist das? Ein Trecker drin. Der Module Express 635. Ja gut, Trecker haben wir ja. Also den müssen wir ja nicht nochmal kaufen. Also ich glaube, dieses Module, was ist das? Stufenlos, das ist Erntemaschine. Nee. Nee, wir müssen ja erstmal säen, ne? Ja, ach, genau, das ist eine Erntemaschine, so. Genau. Ah, den Maxima 3 Till könnten wir benutzen, um das zu säen. Aber vielleicht gibt es auch was Größeres. Also ich bin tendenziell für was Größeres. Wir brauchen jetzt eine Sämaschine, ne? Ja, die du aber an den Träger dran packst. Der ist schon wieder on a roll, Alter. Wofür hast du jetzt denn? Nein, ich räume auf. Achso. Warte mal, wo ist denn... Hier steht ich weiß nicht mal, was wir hier gekauft haben. Ja, die kaufen also Sämtechnik. Das lagere ich einfach bei unserem Nachbarn hier zwischen. Einzelkorn-Sätechnik ist das, glaube ich, Peter. Und der aber Baumwolltechnik gibt es auch, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Ja, da ja, das, aber das nicht zum Säen, oder? Wir müssen oder? Jetzt erstmal düngen. Ach du Scheiße. Wir müssen erst düngen. Peter, ich hab was gefunden. Alter, ja. Der 1775NT. Der kostet 250.000. Das ist das Sägerät auf der Erde. Unter welcher Kategorie? Ah, da. Der, nee. Unter Einzelkorn-Sätechnik ist das. Der kostet 234.000. Der kann krasser säen als Bram sein Maiskolben. Die Problematik ist, wir müssen erst vorher noch düngen. Ja, das kann sein. Okay, da, aber danach können wir säen. Ja, okay, wir kaufen erstmal düngen. Düngen. Erstmal düngen. Eins nach dem anderen. Du kaufst kurz düngen und ich gehe ganz kurz zur Post. Aber. Fürs Düngen gibt's doch auch so ein Riesengerät, oder? Ja, was macht man denn? Ich hab lockerer. Problem. Oh, ein Güllefass. Kannst du mich nicht mit Gülle auch... Boah, irgendein starker Helfer muss mich retten, oder? Guck, nee, doch nicht. Alles gut, alles gut. Ein starker Helfer muss mich retten. Möchtest du lieber Gülle haben oder lieber so Chemie? Nee, Düngstreuer. Wir brauchen einen Düngstreuer. Okay, schade. Ich hätte jetzt lieber Gülle genommen. Ja, aber haben wir Gülle? Ja, kannst du auch kaufen. Oder nicht? Das weiß ich nicht. Ja. Die Gülle müsst ihr erstmal haben von den Tieren. Ja, wir müssen dir mal überlegen. Ja. Ja. Wie, Leute spielen dieses Spiel, fangen mit ihrem Startbetrag an und machen ganze Felder. Wir haben 10 Mios und verzweifeln daran, ein Feld mit Baumwolle zu beflügen. Und haben jetzt nur noch 4. Weißt du was? Wir haben aber auch Mais geerntet. Sollen wir mal so ein krasses Güllefass kaufen? Du weißt noch nicht, wo man Gülle kaufen kann. Ja, das finde ich dann raus. Ja, das kannst du auch rausfinden, bevor du Güllefass kaufst. Was ist denn das hier für eine Palette mit Saatgut? Ja, das kostet 200.000, das ist ja ein Schnapper. Das weiß ich nicht. Ich weiß, hier poppen einfach nicht immer Sachen auf. Das ist eine Palette mit Saatgut. Da ist hier noch ein Big Bag. Mit Saatgut. Ich glaube, Peter kauft gerade. Scheiß? Ich kauf gar nichts, ne. Was haben wir denn hier alles gekauft? Ach so, das ist noch von den letzten Malen. Ach so. Das war mit in den Paket mit drin und das Saatgut habt ihr ja nicht geschissen bekommen zu laden. Warte mal, wo kriege ich denn Gülle her? Was ist denn dieses rote Ding hier? Ja, wir haben Trecker zu viel gekauft, glaube ich. Ja, das ist mein Trecker. Hey, ist, ne? Also, der Trecker war doch vorhin grün. Nein, ich hatte einen roten Trecker. Was? Blame man nicht mein Trecker. Ja, das ist mein Trecker. Okay, warte mal. Ich guck die Treckerraupe? Die rote Treckerraupe ist der Großtrecker von mir. Ja. Okay. Ne, dann ist okay. Der war noch krasser als eurer da, Weißt du? Ja, okay. Ich finde gut auch, wie wir das hier alles weggeräumt haben. Wieder so zur Seite. So, wir brauchen ja, Düngmöglichkeiten jetzt hier. Wo kriegen wir scheiß Dünger her? Ja, wo kriegen wir Kacke her? Also von der Käserei Erlengard vielleicht. Oder Lichti-Schokolatier. Ja, Jay hat eine gute Idee. Was ist denn die gute Idee? Ich helfe ihm beim Wegräumen. Ich räume auf. Ja, Viehhandel. Vielleicht verkaufen die auch Dünger. Ich guck mal. Streiklager. Du hast keinen Stall oder Weide. Baue zuerst einen Stall, um Tiere kaufen zu können. Okay, das hat sich hier... Okay, wer hat gerade noch ein Fuhrtrag? Biogasanlage. Ein Fahrzeug gekauft? Nur einen kleinen Gabelstapler. Um die Sachen hier wegzuräumen. Und Biogas macht nicht so viel Sinn, ne? Oder macht Biogas Sinn? Nee,
Da können wir doch Shit abgeben höchstens. Guck mal, was man ja, bei der Käserei kaufen kann. Oh, wir können die Käserei einfach kaufen. 50k, alles klar. Ich habe die Käserei gekauft. Krieg mir das was? Ach, das ist eine Produktionsstätte. Hier können wir hinliefern Milch und die machen daraus Butter und Käse. Ist ja awesome. Okay, aber das bringt uns in unserem Ziel, bringt uns das gar nichts weiter. Irgendwo muss es. Wo kann man sowas kaufen? Tankstation. Frage, ey. Spinnerei. Das kann ich sagen, ja? Super. Aber ein echt Gabelstapler fahren ist einfacher. Als mein Stapler schon gemacht habe, war nicht so kompliziert. Doch, Supermarkt ist auch eher so eine Station, wo man Sachen hin transportieren kann und nicht, wo man Sachen kaufen Nein. kann. Ja, das muss da irgendwo zu kaufen sein, Sebastian. Sonst gibt es das nicht, würde ich sagen. Also, ich hätte gesagt. Scheiße, versuch dir nur zu helfen. Dann mach ich. Suche jetzt dran zu helfen. Also ich bin mir nicht sicher, ob du dann nicht wirklich deine eigenen Tiere haben musst für Ja, gut, dass du den Scheiß nicht gekauft hast. Aber sonst auch zu der. Gibt's hier nicht eine Kuhfarm? Nee. Geh mich mal hoch. Gibt so eine Handel, ne? Das Problem ist, weil ich weiß halt auch nicht. Ich weiß halt auch nicht, wie man normalen Dünger kaufen kann. Kann man den da kaufen wenigstens? Den müsste man da kaufen können, ja. Das ich muss mir gerade mal kurz von angucken, ob das geht oder nicht. Auf! Okay, ich versuche mal normalen Dünger zu holen, okay? Du bist zu schwer! Oh Gott! So, easy snack. Ja, jetzt brav, stell dich auf! Aber selbst verstehe ich das richtig, dass wir jetzt hier mit unseren Traktoren vorbeikommen müssen. Ja, ich glaube schon. Wir haben ein Problem. Glaube ich. Wir haben so viele Fahrzeuge gekauft. Also wir können jetzt halt einen normalen. Ich sag mal so, Bram. Halt kaufen. Fahr mal weg. Also davon haben wir ja schon einen. Aber gibt es da keine extra klasse Variante? Ja, das. Also, nee. Sich den zu retten. Hilf mir! Okay, dann hole ich mir schon mal den einen, den wir schon hatten. Help me, Step, Bro! Also, ich versuche nochmal rauszufinden. Aber ich glaube nicht. Da! Ja! Ja! Haben gerettet. Okay, das hier sieht alles kacke aus. Aber das heißt, wir brauchen noch Dünger. Gib mit da Special-Gedünger, gib mit geilen Dünger und Scheiß-Dünger. Nee, gibt eigentlich nur Dünger. Gibt eigentlich nur Dünger, okay. Ja. Wobei, haben wir den kleinen oder den großen Düngewagen? Hast du einen Reifen haben wir den oder kleinen, zwei Reifen? Ja. Einen. Also links und rechts jeweils einen, also eigentlich zwei. Ja, guck mal, da gibt's doch einen größeren. Okay, dann gibt's auch einen mit vier Reifen. Oh, Bram! Guck mal! Oh, nice! Sollen wir den mal kaufen? Ja. Stark. Dreimal. Okay. Guck mal, die interessierten Leute, Peter, die gucken sich gerade den roten Trecker von Sepp an. Wer guckt sich den Trecker von Sepp an? Zwei interessierte Leute. Die stehen die ganze Zeit vor und gucken sich den an. Oh, man kann sogar... Nice. Kann erweitern. Ist der... Geht nicht! War der nicht hier? War da. Hier, Bram und Jane, wollt ihr schon mal eure Trecker holen? Ja. Wir brauchen nämlich jetzt die Trecker hier. Ach so. Also ihr habt jetzt drei von den Geräten gekauft, ne? Ja, ich habe so ein Mini-Ding, aber ich brauche noch Dünger. Okay, Dünger... Ja, aber ich brauch doch das Mini-Ding, Peter. Ja, kannst du von mir das auch also haben. Also ich habe ja den kompakten, ich habe den kleinen nur. Ja. Ich glaube, du brauchst den großen. Okay, ich kauf dann einfach mal Mineraldünger, ne? Was gibt es denn noch für Dünger? Ja, das ist das Einzige, was es gibt. Ja, dann kauf den mal. Ja, Kalk gibt's halt noch, aber das ist halt kein Dünger. Ja, nee, das ist was anderes. Okay, also, kriegen wir jetzt das Kalkzeug nochmal drauf? Peter hat ja damals aufgepasst. Ja, warte mal, ich kauf mal welche einfach. Ja, dranfahren während wir dann so blöd eine Taste waren. Drücken. Ja, nee, wir müssen doch draufladen. Jetzt können wir uns nicht leisten. Nee, wir waren so richtig Düngersteuer dumm. Auffüllen, R. So, ich befülle. Ah, ja.
Ich befülle. Ich fülle auch. Ey, was habt ihr mit meinem Wagen gemacht? Alter, wir haben ihn einfach gegen die Wand gesetzt. Ich weiß nicht, ob der Dünger reicht. Ich befülle weiter. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Dünger. Ich glaube, wir brauchen mehr Dünger, Sebastian. Acht Pakete, 8 Tonnen habe ich gekauft. Ja, also. hier passt mehr rein bei mir. Scheiße, wieso habt ihr so viel? Also ich habe den extra, ich habe den so groß gebaut, wie ging. Also ich bin voll, ich bin nicht annähernd voll, ich habe 40%. Ja, ich habe 23%, aber wahrscheinlich reicht das für das Feld. Ja, warte mal, ich kaufe einfach weiß noch ein paar. Weiß ich nicht. Oh Gott, ich habe hier Probleme. Okay. Oh Gott, warte mal. Moment, Frau. Okay. Lass ihn. Okay, warte, dann fülle ich weiter. Ah, Sebastian, okay. Jetzt müssten wir genug haben, oder? Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nicht wenig. Ich befülle mal mit 30% reicht ja. Hä, nee. Ja, was habt doch. Ihr mit meiner Karre gemacht? Ich komme hier nicht mehr weg. Sonst bleibt ja nichts mehr für euch übrig. Ja gut, dann befülle ich weiter. Ihr Ochsen! Boah, was hast du damit gemacht? Nee, ich verstehe das nicht, Sepp. Was? Sepp? Ich verstehe dich so schlecht. Schneid, der Empfang ist nicht so gut. Als ob der Trecker jetzt nicht mehr da weggeht. Der ist in der Wand. Da ist er doch, geht doch frei. Ja, stell dich mal nicht so an, Sepp, ja. Halbe Stunde. Boah, wir haben dir auch noch ganz viel übrig gelassen. Ja, echt mal. Ach, ihr seid so kleine Penisrutscher, ey. Autobots out. Alter, ich bin so schnell mit diesem Riesentrecker. Michael, this is not right. Ja. Warum ist er so schnell? Wir hatten da vorne wieder sein scheiß Ding mitten eingesteckt. Ich tippe auf Brappen. Nee, meiner steht am Feldrand. Wie könnte man das jetzt befüllen? Okay, jetzt tippe ich auf Selbst. Mit R, du musst daneben stellen und R drücken. Okay. Peter, lass mich mal einen Zug nehmen. Komm, lass mich mal einen Zug nehmen. Moment, ich muss dafür erst. Ich muss erst die Arschbacken auseinanderklappen. So, und jetzt. Boah, geil! Junge, Junge, Junge! Alter, was für ein riesen Bereich man abdeckt! Ja, ich hab das extra maximal konfiguriert, das Ding. Hast du schon angefangen? Da bleibt ja gar nichts mehr für uns über. Nein, Jay und. Achso, ja doch. Ich gerade feststelle. Da passiert gar nichts, das funktioniert nicht! Doch, das funktioniert, das sieht man sogar. Du musst weiter nach rechts. Hä, ich sehe da gar nichts. Doch, das wird ein bisschen dunkler. Das wird ein bisschen dunkelbrauner. Ich schwör. Ernsthaft? Peter düngt einfach meine Seite zweimal. Einfach doppelt düngen. Mann, shit, das kriegen wir hin, bevor die. Ach ne, Bram ist auch da. Aber ich hänge an so einem scheiß Pöller hier fest. Ich möchte ja produktiv so und helfen, nicht nur die ganze Zeit am Händler rumstehen, weißt du. Ja, ist halt echt so, Sepp, das ist Alter, echt unnötig, dass du mich auch nicht noch ein Auto von der Straße, ey, ich bin so ein riesen krasser Trecker und ich werde von einem Auto weggerammt. Und der Mülleimer hat gerade, Alter. Wie wenig Dünger wir auch brauchen, weißt du? Warum haben wir überhaupt so viel Dünger, wer hat so viel Dünger gekauft? Ja, echt, weil das ist viel zu viel Dünger. Ja, finde ich auch. Boah, Sepp, Alter, kauft er nicht so viel Dünger. Guck mal, kann ich jetzt auch noch mitmachen? Hier ist noch ein kleines Eckchen. Die Ecken müssen noch gemacht werden. Ich mach aus. Alter, dann was den Rest kann das haben. Denn? Das ist ja heftig, das Gerät. Okay. Ja, also okay. Wir haben jetzt wirklich ordentlich gedüngt, würde ich sagen. Ja, wenn hier jetzt nicht alles gut ist, dann weiß ich auch nicht. Wo brauchen wir jetzt Säen am Start, oder was? Aber warte, sollten wir das hier nicht auch direkt mitdüngen? Hier können wir ja auch was draufballern. Ja, ich will nicht sagen, ja, Jungs, aber das Feld hier ist nur zu 50% gedüngt. Was? Ich bin gerade drauf. Unser erstes. Gedüngt 50%. Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Die kann man denn nur 50%. Wenn wir noch mehr düngen müssen? Vielleicht mit Gülle noch. Vielleicht müssen wir doppelt drüber fahren? Ne, sind wir ja teilweise. Ich tippe auf Gülle noch. Na gut, aber an Gülle kommen wir ja nicht. Es ist immer noch mal einer hier hin. Tiere. Kann er gucken, wie viel Prozentwert ändert. Ja, ich komm. Wie viel hat denn das Feld hier, was wir gerade machen? 27, 50. Ja, vielleicht können wir wirklich mit diesem speziellen Dünger maximal eine Düngleistung von 50%. Jo, stimmt. Du musst danach dieses Weiße noch da drauf machen. Ja, das Weiße kommt ja weg dann jetzt hier dadurch. Das ist das Weiße, was wir machen. Dann ist Schnee, Peter. Also. Hat eigentlich seinen Kack hier hingestellt. Ich fahr hier nochmal drüber. Das ändert an dem Prozentwert nichts. Okay, das ändert nichts, okay. Das ist, was das ist. Aber unten rechts wird dir jetzt nicht angezeigt, was wir noch damit machen müssen, oder?
Nee, aber hier ist noch eine Maispflanze. Ja, die wird untergehen in der Baumwolle, ja, die wir da planten werden. Ich call, wir brauchen Dünger. Also Gülle. Gülle. Ja, ich würde auch sagen, dass wir Dünger brauchen. Gut, wir kommen aber nicht an Gülle. Ja, dann machen wir 50%. Ist immerhin, also ist eine 4 minus, oder was? So, jetzt brauchen wir einen Säher. Das ist auch wieder ein Aufsatz für unsere... Ja, da hatten wir doch so ein geiles Gerät, oder? Ja, müssen wir dafür ein Gerät kaufen oder reicht nicht einfach ein Aufsatz für unser Ding? Warte, ich meine, das war eine neue Maschine. Das ist ja voll dumm. Nee, weil das ist krass. Krass? Ich geh mal gucken. Das war doch... Bei... Können wir die Karte eigentlich ausmachen? Könnte man hier Verstecken spielen. Das war doch bei Einzelkorn-Seetechnik. Nee, das ist ein Anhänger. Ja, Einzelkorn-Seetechnik. 234.000 Euro. Ja, der John Deere 177.5 NT. Den brauchen wir ein paar Mal. Ja, soll ich den dreimal kaufen? Wenn du John Deere? Ich möchte bei meinem Class bleiben. Achso, dann nur drei kaufen. Nur drei kaufen. Drei, siehst du, ich wusste doch, dass ich nur drei brauche. Ich brauche aber jetzt noch einen anderen. Ich brauche halt so einen kleinen Säher. Ja, ich gönne dir einen kleinen, Jay. Ich gönne dir einen kleinen. Nee, ich muss den auch ziehen können. Ich habe nur einen Kompakttrecker. Ja, ich gönne dir einen kleinen, eine kleine Sämaschine. Und wir brauchen natürlich noch Saat, ne? Nicht die kleinste jetzt. Ich lass mich nicht von dir verarschen. Nein, warum sollte ich nicht? Ja. Du bringst mir jetzt gleich so Gabelstapler, setzt du mir gleich dahin. Nee, das Ding ist mega gut, ey. Das ist auch das, was vorgeschlagen wird eigentlich. Wir brauchen auch Saat, Sepp, unser einer Einkäufer. Ja, hab ich dir gegönnt, Jay, so. Ja, genau! Ja, das ist das Größte, was du... Willst du mich verarschen? Guckt euch mal euer an und du gibst mir sowas, oder was? Ja, dann kauf dir einen Trigger, Alter. Nee, ich nehme den kleinen. Ist okay. Okay, wir brauchen jetzt... Brauchen wir Saatgut, ne? Ich fahr deinen Trecker jetzt erstmal gleich wieder in die Wand. Saat wählen kann ich hier. Saatgut für... Wait. Baumwolle. Ja, weil das kannst du selber auswählen dann, wenn du das säst, kannst du das mal nicht wählen, was du säst. Ach so. So, ich habe jetzt Saatgut gekauft, da haben wir mal voll. Sämaschine füllen. Oh, das ist aber schnell voll. Oh. Hä? Wo ist denn meine Karre wieder hin? Ging aber sehr schnell. Alter, ist meine Karre schon wieder in die Hauswand gealt? Die macht sich irgendwie immer selbstständig. Ja, ist echt. Jetzt hängt die hier schon wieder. Willst du mich verarschen? Wie machst du das denn, dass die da immer festhängen? Wieso will der sich. Ah, doch, da Sämaschine auffüllen. Okay. Achso. Ich fahre mal jetzt einfach geschmeidig an dir vorbei, ohne dich zu berühren. Pass auf. Ja, okay, darum. Das finde ich gut. Ich glaube, du hast so viel Saatgut gekauft, Sebastian. Ich verstehe auch nicht, wieso der so viel kauft. Oh, das ist aber auch schon ein geiles Gerät bei mir. Ja, ich schon also sagen, ich hab das schon gekonnt, Jay. Easy. Das ist schon eigentlich ganz geil. Selbst hat nicht funktioniert, bra. Ich hab nichts gesehen. Aber jetzt füll den Scheiß da weiter. Ich bin erst 28% voll. 28? Ich hab 400 Liter und bin absolut voll. Ja, 400 Liter habe ich jetzt schon überholt. Also nach 2 Sekunden. Alter, das Ding ist ja 1 Million Kilometer breit. Also, Jay, bei uns passen wahrscheinlich so 5000 rein. 4000 nee, Liter 4000. Passen rein. Ja, als ob. Ja. Ja, machst du denn nicht? Ich bin auch ja, schon 71% reicht. Ich komme da nicht vernünftig dran. 3524 passen da rein. Alter. Also, ich stehe bereit für die Ecken wieder. Guck dir mal, wie klein mein Teil ist. Irgendjemand hat seinen roten Scheiß hier abgeladen. Na, ich war das nicht. Rot? Alter, wie gigantisch man denn ausklappen kann. Ja, als ob der also ich bin voll ausgeklappt. Jetzt warte doch mal, ich will auch ausklappen. Ja, wir klappen ja nur aus. Oh, was? Das ist wirklich ein Transformers, Junge. Was ist das ist nicht dein Ernst. Pass auf, Peter, soll ich mal ausklappen? Ja. Ich klapp zusammen. Ach so, das war schon ausgeklappt. Ich klapp jetzt auseinander. Das hat Sepp mir gegönnt. Und ihr seid hier einfach alles. So, habt ihr alle Saatbaumwolle gewählt? Warte. Ja. Wo kann ich das machen? Saat, Mais, Sonnenblumen. Saat, Baumwolle. Baumwolle, ja. Sämaschine anschalten. Hätten wir schon vorher machen müssen, ne?
Na, hä? Nee. So, Sämaschine senken auch nicht vergessen. Ja, senken, okay. Oh, scheiße. Ja, Peter, du fährst vor. Wird weniger. Ja, unser gut organisiertes haben wir, glaube ich, nach dem einen Try direkt. Ich wollte auch gerade sagen, weißt du, ihr müsst den Spur Y drücken, Jungs, für den Spurreißer. Was ist das? Ja, stimmt. Ja, damit du erkennst, wo du das nächste Mal fahren musst. Ja. Ja, mega gut, dann ist man noch breiter. Nee, ist doch gut, dann weiß ich, wo ich fahren muss für dich. Dann kannst du auch dann so wiki wiki. Hey, Peter, du fährst falsch. Bram, hast du besoffen? Ich fahr falsch. Ja, guck doch mal, was du für eine riesige Lücke wieder machst. Ach, scheiße. Ja, ich war Peter. Jetzt muss ich das wieder ausklären, ey. Weiter komme ich nicht. Immer muss ich die Scheiße von euch groß. Ja, warte, ich kann da drauf machen. Mach mal deinen Arm weg. Oh Gott. Hey, Peter, mach Arm weg als Arm dran. Ja, ich will hier meine Fehler klären. Weißt du, ich mach das hier noch so richtig schön Ja! Ja! Fuck you! Guck mal, wie ich das hier ordentlich mache. Fuck you! Oh Gott. Jay ist unkooperativ. Gar keine Schnitte. Jay ist unkooperativ. Gar keine Schnitte gegen Hurenspitz. Oh, Alter, das heißt nicht so leicht hier. So, guck mal hier. Sorry für. Das habe ich übersehen. Mal jetzt. Was ist denn das für eine Lücke, die hier am Anfang? Voll verkackt. Ja, die Lücke habe ich aber nicht gemacht. Alter, überall diese Lücken hier, ey. Das ist nicht normal. Also, schon schlecht. Wiki, wiki. Guck mal, wir haben richtig schnell so ein Feld voll gemacht. Ja, und das andere Feld können wir jetzt direkt auch voll machen. Ach, machen wir beide direkt hier mit dem geilen Shit, ja, oder was? Nicht? Ich bin schon bei 95%. Ich weiß nicht, ob das noch reicht. Ja. Könnt die ganze Map wahrscheinlich hier mit voll machen, mit Baumwolle. Okay, ich gehe direkt rüber zum nächsten Feld. Wiki Wiki ist ja awesome. Ich würde sagen, du bist ein bisschen klein. Ja. Und? Was macht ihr denn jetzt hier mit dem... Boah, jetzt muss ich eure Scheiße auch noch wieder aufräumen, ne? Weil ihr eure Spielsachen nicht vom Feld räumen könnt. Ich hab alles weggeräumt. Jetzt das Zimmer aufräumen. Wer auch... Ich weiß, irgendeiner wird sich hoffentlich schämen. Ja. Von euch. Weil ich hier eure Scheiße wegräumen muss. Ja, danach wieder nicht schlafen können deswegen. Mhm. Das war Bram. Das war klar. Nee, das ist nicht meins. Meins steht da rechts am Feld dran. Naja, irgendeiner von euch wird sich schon schämen. Da, Sepp fährt jetzt da gleich an meinem vorbei, an meinem Flug. Bist du sicher, dass das deins ist? Ja, also Sepp auf jeden Fall? Fährt, ja. Da ist zumindest das, so ein, da ist ja, so ein blaues, Bram so ein blaues oder meiner sein. Da ist so ein blaues Etwas dran, das heißt, Peter und ich sind da schon mal raus. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Smart kombiniert, Herr Appelt. Ich habe keinen Motorensound mehr. Ist das gut oder schlecht? Hab ich auch manchmal nicht. Ach scheiße, Jack, kannst du hier diesen Anhänger mal eben abfahren? Am Arsch. Das kannst du selber machen. Und wer hat den richtig kacke hier geparkt? Schlangenlinie der Welt, die ich hier gerade mache. Also guck mal hier, Ertragsbonus 73%. Muss gewalzt werden. Wir brauchen Walzen, Leute. Ich gehe schon mal rüber zum Walzen farmen. Okay. Wir müssen walzen. Bram einfach komplett hängen geblieben. Ey, was machen wir? Wer hat so viel Saatgut gekauft? So, ich muss abschalten nochmal. Wir haben ja keinen Platz für die fucking Walzen. So, Sämaschine abschalten. Ja, hier ist noch ein Streifen, Peter. Sämaschine, achso. Ja, nice. Ich hab das leider nicht mehr hingekriegt, weil mein Ding hat Fehlfunktion. Wirklich? Ja, AKA hat den Düngerwagen gerammt und hat sich mit dem vermählt. Ja, sehr gut. Jetzt müssen wir walzen? Ja, stand drin, muss gewalzt werden. Ja, aber meinst du, Landwirt sein ist einfach oder was? Meinst du, das ist kein Knochenjob, Feb? Bei beiden oder was?
Ich denke. Okay. Also wir könnten Power Roll oder Mega Roll kaufen. Was ist denn besser? Also für Jay sehe ich Power Roll und für alle anderen sehe ich Mega Roll. Wir haben schon eine Walze. Also, ja, mach du das mit der Walze. Ja, ich nehme die kleine Walze. Okay. Ist okay. Ich gönne dir mal eine richtig geile Walze. Möchtest du Michelin-Reifen oder Fredestein? Michelin. Okay, die kostet auch nicht mehr. Nice. Peter braucht natürlich auch eine, What ne? the fuck? Oh, man hätte auch die ganze Zeit in Ego-Perspektive fahren können. Echt? So, wird abgewalzt. Wieso ist denn mein Auto Wo ist denn Peter? Ja, ich musste hier noch zu Ende säen. Achso, ich dachte, wir müssen walzen. Ja, alle weggefahren seid, bevor wir fertig geworden sind mit dem Säen. Ja, ich konnte nicht mehr. Ich hatte Technical Difficulties. Ich habe auch nicht mehr. Das Auto hat sich wieder da hochgebackt. Alter, da endet einfach unsere ganze Sammlung an Geräten, die wir da haben. Nee, die brauchen wir nächstes Jahr wieder. Das ist ja, du investierst ja für die Zukunft. Naja, die müssen wir uns nie mehr neu kaufen. Ja, und die halten einfach lange. Alter, was ist das für ein Riesenteil, was ihr da habt? Ja. Okay. Mhm. Okay. Wir werden immer breiter. Ja, okay. Ja, ich bin ausgeklappt. Na, Bram, klappen wir mal aus, ne? Das ist so frech. Wir können ja, stimmt, wir können bei dem einen Feld hinten anfangen und dann einfach über alle Felder fahren. Ja, das wäre mega smart, aber wir sind einfach die ganze Zeit schon hier hinten bei dem Feld angefangen. Peter, komm mal hier rüber. Hier hinten. Ja, aber die haben jetzt da vorne ja schon teilweise angefangen. Nee, der hat hier mittendrin angefangen, der Bram, aber das... Bram macht eh das. Nein, ich fahre gerade zu einem anderen Feld, um da anzufangen. Ja, genau, deshalb ist da auch schon so viel Staub auf deinem Arsch. Okay, wie läuft denn das jetzt hier? Walze aufklappen. Okay. Das ist Jonathan. Das ist wie so ein Kind. So aufgeklappt. Hey, Vater, wo fährst du hin, du Affe? Oh, ich hasse ich kann nicht rückwärts fahren mit den Dingen. Wie muss man das irgendwie noch runterlassen oder so? Oder macht der immer direkt? Steht doch noch absenken. V. Abwalzen. Ne, bei mir gibt's kein V. Ne, aber nicht so. Also, okay, wenn wir nachher für das Feld für 100.000 bekommen, dann sieht das gut aus, schon, oder? Als ob ihr walzen würdet. Peter, walzt. Okay, dann walzen wir. Guck mal, ich kann wenigstens auch senken. Ist langsam. Aber Peter, wir machen richtig gut. Gibt's nicht auch so eine Vogelperspektive, damit man sieht, wie gerade man fährt oder so? Ja, du kannst halt super weit rauszoomen und dann nach oben mit der Kamera gehen. Ich glaube, das sieht gut aus. Irgendwie ändert sich bei mir nichts. Doch. Okay, das ist schon gewalzt. Aber du fährst, vielleicht. Genau, du fährst aber darüber, wo schon gewalzt ist. Du siehst auch so Furchen. Du siehst auch so Furchen, guck mal. Ja, du hast so ganz engmaschig, ist das. Ja. Stimmt, du fährst genau da, wo Bram gewalzt hat. Okay, Bram bisschen, geht, kommt bestimmt entgegen, sehr gut. Reicht ja aus. Ja, ich walz doch nicht nochmal deinen Gott. Teil. Was will ich ausweichen? Komm, wir machen das. Wie Alter, Vater und Sohn Traktor. What the fuck, wie klein ich bin. So, mein Sohn, ich zeig dir jetzt mal, wie man walzt. Nein, ich will auch walzen. Ja, ich würde ja gerne nach rechts, aber ich kann nicht. Deine Maschine drückt mich die ganze Zeit. Meine Maschine ist einfach komplett schwach auf der Brust. Kann ich hier eigentlich durch den Zaun durch? Leider nein. Oh oh. Oh, das ist gut, Peter. Du bist nach links, ich bin nach rechts. Das ist aber wirklich so ein No-Brainer-Spiel, wa? Was? So stell ich mir einen Landwirtschaftsbetrieb einfach in echt vor. Ja, kriegst genau. Einfach 10 Millionen geschenkt und machst dann. Ja, genau. Du kriegst erstmal A 10 Millionen geschenkt, bei Subventionen ja. Und dann mache ich überall Baumwolle. Genau. Oh shit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, oder? Oh!
wir müssen striegeln. Was? Ja, meinst du, Bauer sein ist einfach oder was? Was ist denn jetzt striegeln? Soll ich jetzt das Fell streicheln oder was? Ja! Vom Pferd. Wir müssen jetzt striegeln. Ist das Pferd, ist denn jetzt, sind beide Felder schon fertig gesät? Keine Ahnung, ich. Ja, die Felder sind fertig gesät, ja. Bist du sicher? Ja, du hast doch gerade nicht gesehen. Guck mal auf der Map, das hier, also das hier, das Feld 22 muss noch gewalzt werden. Ich guck mir jetzt einmal die Felder. Ja, Peter kommt ja gerade mit der letzten Tour da. Ich hab mein Ding leider an einem Strommast. Nee, an das einem kann Baum. Nicht sein, dass du deine Sachen immer unbrauchbar machst. Ja, die hängen da jetzt fest. Ich kann aber nicht erkennen, wo ich hier fahren muss, weil ich nicht erkennen kann, wo schon gewalzt ist. Hä? Du hättest einfach geradeaus fahren müssen, Peter. Okay, das wusste ich aber nicht. Das sieht man doch. Nein, ich kann das nicht erkennen. Das schneit so krass, stimmt. Aber ist jetzt hier schon gewalzt? Alter, wow! Durch die Gegend! Was ist? Easy. Bram ist durch die Gegend. Ich hing gleich fest. So, aber alles gut. Jetzt kann ich hier weiter walzen. Na, cool, also, das Feld 22 ist noch nicht fertig gewalzt. Kannst du dir erkennen an den Rillen, Peter? Ja, ich bin zu blöd dafür. Wieso haben wir jetzt hier nur noch 32% gedüngt? Wir hatten doch schon mal 50. Ach, es gibt unterschiedliche Stellen. Okay, warte, ich weich aus. Das wird nix. Fast. Unkraut wachsend. Unkraut wachsend ist jetzt nicht so gut, oder? Ja, da haben wir nicht ordentlich gebumst. Nee, das ist das Striegeln. Was jetzt. Ach kommt. Scheiße, jetzt habe ich wieder Tab gedrückt. Ich drücke mal Tab, um die Map zu öffnen. Und dann teleportiere ich mich wieder einmal über die scheiß Map. So. Also, Jay, was ist denn Striegeln? Da brauchst du Striegel. Aber was ist denn da? Damit entfernst du die kleinen Pflanzen und Unkraut. Ah. Da war jetzt zuklappen. Dann haben wir jetzt hier schon mal erledigt. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht gut aus. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, werden wir jemals hier geile Baumwolle anbauen können oder nicht? Sie werden es erfahren in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Schuss. Ja.